Heute stehen mal die Feuerwehrleute im Mittelpunkt unserer Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosis Information am Dienstag im Mittelerzgebirgsfernsehen. Hier ist Megional am 5. Mai 2021. Informationen aus unserer Region und für unsere Region haben wir mitgebracht. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wussten Sie, dass die Feuerwehrleute auch ihren eigenen Ehrentag im Jahr haben? Der ist nämlich genau heute, am 4. Mai. Sie sind wichtig als Retter bei Bränden, bei Unfällen, Katastrophen und. Das gesellschaftliche Leben wäre in vielen Orten ohne die freiwilligen Feuerwehren gar nicht vorhanden. Sie gehören als Helfer oder Organisatoren einfach dazu. Die vielfältigen Aufgaben, vor allem gerade jetzt in den spannenden Zeiten, waren für uns Anlass, dem Tag der Feuerwehrleute einen Beitrag zu widmen. Kevin Preuß und Tobias Körner, bitte. Heute ist der Tag des Feuerwehrmanns. Gunnar Ullmann, seit über einem Jahr beschäftigt uns das große C. Wie wirkt sich das denn auf die Arbeit der Feuerwehren aus? Ja, die Feuerwehren sind wie viele Bereiche in Deutschland auch ein Stück weit eingeschränkt. Durch die Pandemie bedeutet das, als kritische Infrastruktur die Ausbildung so zu lenken und zu steuern, auf das Notwendigste, ich sag mal, herunterzufahren. Natürlich müssen immer wieder Abläufe trainiert werden, Gerätetraining muss gemacht werden, die Technik muss in Schuss gehalten werden. Bedeutet für die Feuerwehren viel Aufwand, denn gerade in der Pandemie angepasst an das dynamische Infektionsgeschehen muss man sich im Ausbildungsbetrieb entsprechend so weit einschränken, dass man die Ausbildung aufrechterhält, aber eben nur auf das notwendigste Maß. Immer wieder im Hinblick auf die Einsatzbereitschaft, wenn große Gruppen durch einen positiven Infektionsfall in den Reihen der Feuerwehren in Quarantäne geschickt werden müssten, wäre die Feuerwehr nicht mehr einsatzbereit. Und das müssen wir immer mit einer guten Balance hinbekommen, ein Stück weit Ausbildung so zu formieren, dass wir einsatzbereit bleiben, aber auch so weit zurückzufahren, dass wir unsere Einsatzbereitschaft aufrechterhalten können. Jetzt, wie ist denn die Stimmung unter den Kameraden jetzt aktuell? Gibt es auch da Fälle, dass man einrostet, ganz einfach? Ja gut, einrosten ist jetzt vielleicht nicht das richtige Thema. Natürlich prägt die Pandemie auch in den Feuerwehren. Gerade der Kameradschaftsgeist, der sonst gelebt wird, das Miteinander, das ist natürlich arg beschränkt momentan. Und da leiden natürlich die Feuerwehrkameraden auch drunter. Sie brauchen das Miteinander, sie brauchen das Zusammenspiel, auch größere Gruppen. Das ist momentan durch die Pandemie eben nicht so möglich. Wir hoffen jeden Tag eigentlich, dass die Zahlen sich auch wieder normalisieren, sodass auch dieses Ausbildungsgeschäft wieder intensiviert werden kann. Was müsste denn passieren, dass Besserung eintritt, Ihrer Meinung nach? Ja, zum ersten Mal wäre es schön, wenn sich alle Bürger auch an die entsprechenden Auflagen halten, damit das Infektionsgeschehen so weit eingebremst werden kann, dass ein Stück weit Normalität wieder einkehrt. Ich sage mal, große Hoffnungsschimmer bringen uns die Impfungen. Wenn wir dort in den Reihen der Feuerwehr einen Großteil impfen können, dann ist das Risiko nicht mehr so groß und die Kameraden sind besser geschützt. Und noch mehr Wissenswertes vom heutigen Tag des Feuerwehrmanns haben wir gefunden. Die Geschichte der Feuerwehr geht bis in die Römerzeit zurück. Schon im frühen Mittelalter waren die Gemeinden verpflichtet, den Brandschutz aufzubauen. Eine der ältesten bekannten Feuerordnungen wurde 1086 in Meran, eine Stadt in Südtirol, aufgestellt, worin die Handwerker die Aufgaben wahrzunehmen hatten. Die feuerwehrtechnische Ausrüstung bestand in der vorindustriellen Zeit aus einfachen Hilfsmitteln wie Eimern, Leitern oder ein Reißhaken. Im 17. Jahrhundert wurde der Schlauch erfunden, der zuerst aus genähtem Leder angefertigt wurde. Später wurde dann das Leder vernietet. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Handpumpen, sogenannte Feuerspritzen, verwendet, die von der Löschmannschaft an die Einsatzstelle von Pferden gezogen wurden. Mit der Erfindung des Verbrennungsmotors verbesserte sich auch die Ausrüstung der Feuerwehren. Motorspritzen und selbstfahrende Feuerwehrfahrzeuge erhöhten die Leistungsfähigkeit um ein Vielfaches. In Deutschland sind viele Feuerwehren in der Zeit der bürgerlichen Revolution um das Jahr 1848 entstanden. International weit verbreitet, vor allem bei uns im Erzgebirge, ist die Zusammenfassung der Aufgaben mit den Schlagworten Retten, Löschen, Bergen, Schützen. Die Stadt Schopau hat aufgrund der andauernden Corona-Pandemie für den Mai geplante Veranstaltungen abgesagt. Im Einzelnen sind das Muttertagscafé am Sonntag, dem 9. Mai, der Männertag am Donnerstag, dem 13. Mai, der Vortrag Ausgedieselt am Freitag, dem 14. Mai,
Die Wanderung 5 auf einen Streich mit Steffen Haupt am Montag, dem 17. Mai. Die Lesung Magische Orte in Mitteldeutschland 2 am Freitag, dem 21. Mai. Und die 12. längste Büchertheke des Erzgebirges am Samstag, dem 29. Mai. Das für Samstag, den 5. Juni geplante Parkfest wird verschoben und findet voraussichtlich im September 2021 statt. Talsperre Seidenbach. Sperrung der Mauerkrone wird verlängert, Freigabe für die Öffentlichkeit auf Ende Mai verschoben. Ursprünglich sollte die im Herbst 2020 begonnene Bauwerksüberprüfung der Staumauer bereits Ende April abgeschlossen werden. Aufgrund des langanhaltenden Winters im Erzgebirge bis in den April hinein bleibt die Mauerkrone der Talsperre Seidenbach jedoch länger gesperrt. Derzeit ist vorgesehen, sie Ende Mai 2021 wieder für die Öffentlichkeit freigeben zu können. Die Arbeiten werden auf der Luftseite der Staumauer durch Industriekletterer und auf der Wasserseite durch Taucher durchgeführt. Daher bleibt die Mauer auch außerhalb der Arbeitszeit geschlossen, da sich auf der Mauerkrone die Sicherheitstechnik der Industriekletterer und die nötigen Materialien für den Tauchereinsatz befinden. Und jetzt wechseln wir das Thema, liebe Zuschauer. Denn auch für die heutige Sendung haben unsere Kollegen der Serviceredaktion einen Produkthinweis für Sie. Diesmal geht es um eine süße Leckerei. Die Mizona Deutschland GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Da Wert Porridge Cup Schokolade mit Kakaonips. Grund für den Rückruf: Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einer Prüfung Salmonellen in einer Zutat festgestellt. Der Verzehr wird daher abgeraten. Zu den Produktdetails: Betroffen ist der Artikel Da Wert Porridge Cup Schokolade mit Kakaonips in der 65 Gramm Packung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 1.3.2022 und 26.4.2022 mit der Artikelnummer 63610. Kunden können das betroffene Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises mit und auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren jeweiligen Einkaufsstätten zurückgeben. Wie lange sich dieser wechselhafte, unbeständige Frühlingsstart noch hinzieht, beleuchten wir gleich im Regionalwetter etwas genauer. Doch zuvor blicken wir erst noch in die Polizeiakten. Schopau und Marienberg. Busfahrt endete in Rangelei, Zeugengesuch. Ein derzeit unbekannter Mann stieg am vergangenen Mittwoch, dem 28. April um 13 Uhr bis 13.45 Uhr in Schopau am Busbahnhof in den Linienbus 207 nach Marienberg ein. Bereits während der Fahrt kam es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen dem Mann, welcher keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, und den anderen Fahrgästen. Im weiteren Verlauf wurde der Maskenverweigerer durch den späteren Geschädigten im Alter von 19 Jahren angesprochen und erneut zum Aufsetzen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgefordert. An der Zielhaltestelle am Markt in Marienberg beabsichtigte der 19-Jährige auszusteigen, wurde dabei von hinten am Rucksack gepackt und von dem unbekannten Mann festgehalten. Er konnte sich aus dem Griff lösen und beide stiegen aus dem Bus aus. Der Rucksackträger versuchte, sich schnell vom Bus zu entfernen, wurde jedoch von dem unbekannten Mann verfolgt. In der Folge spuckte der Unbekannte in die Richtung des 19-Jährigen und schlug ihm unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Daraufhin kam es zu einer Rangelei am Boden, aus welcher sich der 19-Jährige befreien konnte und schlussendlich zum Polizeirevier Marienberg flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 20 bis 30 Jahre alt, schlanke Gestalt, circa 170 bis 180 cm groß, extrem kurze Haare, fast Glatze, Piercings an beiden Augenbrauen, Tattoos an beiden Armen und im Bereich des Halses. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht zudem Zeugen. Wer saß am 28. April gegen 13 Uhr ebenfalls im Bus der Linie 207, hat den Mann gesehen und kann diesen beschreiben oder kennt ihn sogar. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Mannes führen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marienberg unter Telefon 03735 6060 entgegen. Musik.
Der Blick über die kommenden Tage zeigt, dass wir diese Woche noch überstehen müssen. Danach ist endlich richtig warmes, schönes Wetter in Aussicht. Ein Hauch vom Sommer könnte dann auch schon mit dabei sein. Heute Abend und in den Nachtstunden haben wir es mit einem wolkigen Himmel zu tun. Der stramme Wind, der reißt immer wieder Löcher in die Wolkendecke und durch die blinzeln die Sterne und das letzte Viertel des Mondes immer wieder mal hindurch. Regen steht nicht auf dem Plan, das Niederschlagsrisiko liegt lediglich bei 25%. Und die Nachttemperaturen, die sind auch ganz moderat. In Olbernhau-Niederneuschönberg, da zeigen die Thermometer 5 bis 6 Grad an. In Marienberg, rund um den Markt, gibt es 4 bis 6 Grad. Und in der MZ-Stadt Schopau am Gräbel stehen 5 bis 7 Grad in den Anzeigen der Thermometer. Der Wind legt eine Sonderschicht ein, denn er weht in starken Böen bis zu 51 km pro Stunde aus Südwesten. Morgen am Mittwoch beginnt der Tag bedeckt und vereinzelt kann es auch mal tröpfeln. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 45%. Aber bereits in den Vormittagsstunden lockert die Wolkendecke auf. Auch der Nachmittag ist bewölkt und trocken. Leicht bewölkt geht es dann in den Abend und auch in die Nacht zum Donnerstag. Beim Niederschlagsrisiko stehen nur 5%. Und die Sonne, die rechnet am Ende des Tages bis zu 3 Arbeitsstunden ab. Tja, und beim Blick auf die Thermometer, da erfahren wir Folgendes. In Deutschneudorf, oben an der Grenze zu Böhmen, stehen 2 bis 8 Grad zu Buche. In Pobershau, am steilen Aufstieg, werden zwischen 3 und 9 Grad erwartet. Und die Höchstwerte, die streichen die Amtsberger mit 5 bis 10 Grad ein. Der Wind, der bläst in stürmischen Böen mit bis zu 68 km pro Stunde aus Westen. Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf den Rest der Arbeitswoche. Beginnen wir mit dem Donnerstag. Der Donnerstag sieht wieder ähnlich aus wie der Mittwoch. Der Himmel ist bedeckt und die Sonne greift immer wieder kurz mit ins Wettergeschehen ein. Es kann auch hier und da mal leicht regnen, ausschließen können wir das nicht. Mit 6 bis 11 Grad wird es etwas wärmer und der Wind weht dann stark böig aus Südwesten. Am Freitag wird es im Großen und Ganzen wolkig mit sonnigen Abschnitten. Regen bleibt uns vermutlich erspart und bei 3 bis 10 Grad bläst der Wind in stürmischen Böen aus westlichen Richtungen. Wie sich das Wetter in dieser Woche dann konkret weiterentwickelt und den ersten vorsichtigen Ausblick auf das anstehende Wochenende, das riskieren wir dann morgen hier an dieser Stelle. Jetzt war's das erstmal für heute hier aus dem Regionalwetterstudio. Liebe Zuschauer, so schnell geht's. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Das war der Dienstag bei Megional. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet unter den Internetadressen www.mef-line.de oder auch auf www.glückauf.tv. Dort finden Sie unsere Beiträge und Sendungen rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und später dann eine angenehme Nacht. Morgen begrüßt Sie Tobias Körner um dieselbe Zeit hier aus dem Studio. Machen Sie es gut und bis bald.